Hallo zusammen, mein Name ist Christina Dietrich. Ich bin die Inhaberin des Pilates-Studios Die Pilatisten aus Leipzig. Und ich wollte euch heute mal ein bisschen was zum Thema Pilates-Atmung oder Atemtechnik im Pilates erzählen. Das ist so ein Thema, das treibt uns alle um, ob wir erfahrene Pilates-Lehrer sind, ob wir schon länger Pilates trainieren oder ob wir ganz frisch reinkommen. Spür mal, dass ich auch deinen Rücken sogar mitbewegen kann. Du atmest nach hinten. Also ein dreidimensionales Ereignis der Atem. Nicht nur hier oben flach, du atmest seitlich, du atmest in den Rücken rein. Erster Tipp für dich, mal neben den Händen dein Theraband zu nutzen. Also atme doch mal durch die Nase. Richtig schön nach hinten in die Matte und in die Rippen. Links und rechts, wo deine Arme liegen. Ausatmend ziehst du den Unterbauch unter deinem Ball nach unten auf die Matte. Probier mal. Einatmend schieb die Luft nach hinten in die Rippen, in den Rücken hinein, in die Matte. Ausatmend